Hallo Klickenabendler, wir haben 2024, sind in Nürnberg auf der Spielwarenmesse bei Korea Board Games. Neben mir ist die Mona. Hallo Mona. Hallo, ich bin Mona. Wir stellen jetzt ein Naturspiel vor, weil Naturspiele sind so grandios gut. Und diesmal geht es nicht um die großen Tiere, nicht um die wilden Tiere, sondern um die stillen Tiere, die Schmetterlinge. Und bei uns gab es tatsächlich vor ein paar Jahren im Palmgarten eine Schmetterlingsausstellung. Ich fand das Hammer, weil dann haben sie ganz viele verschiedene Schmetterlinge aus der Welt da schlüpfen lassen. Und da war so ein ganz großer mit ganz blauen Flügeln, den es gar nicht in Deutschland gibt. Das fand ich Hammer. Wir müssen hier wahrscheinlich auch die Schmetterlinge anlocken oder sowas. Richtig, wir sind nämlich Feen in diesem Spiel und wir möchten gerne, dass die Schmetterlinge aus der Mitte oder hier aus dem, vom Rand in unsere eigenen Blumenbeete fliegen. Ihr seht, was eure eigenen sind an diesen Tokens und an eurem kleinen Spielerschirm. Das seht ihr auch hinten drauf, das heißt, ihr müsst ihn nicht mal umdrehen. Hier sind auch noch mal ein paar Übersichtspunkte, denn die Schmetterlinge haben verschiedene Farben und das bedeutet natürlich auch alles was. Der blaue ist sehr nah an den einzelnen Blumenbeeten dran, deswegen ist er nur ein Punkt wert. Der pinke ist nur zwei Punkte wert und der eine lilane, der ist viel wert, der ist ganze drei Punkte wert. Ui. Ui. So, wie spielt man das Spiel? Ihr bekommt diese kleinen Teilchen. Es hat jeder immer zwei davon. Und ihr legt sie einfach irgendwo an und sagen wir mal, ich lege jetzt den hier dran. Dann bewegt sich direkt ein Schmetterling. Weil der nur auf Straßen fliegt. Genau, richtig. Das sind deutsche Schmetterlinge. Der fliegt dann hier einmal so lang, zack, und dann hast du hier eine Straße. Wenn du jetzt aber, oder wenn jemand anderes jetzt sagt, ich möchte gar nicht, dass du den bekommst, und irgendwie schafften deine Mitspieler es, hier eine Straße zu bauen, die beiden Straßen verbindet, dann treffen sich die Schmetterlinge, erschrecken sich und fliegen weg. Okay. Und dann kriegt keiner die Punkte. Deins ist romantischer. Ja. Nicht ganz so schlimm. Also, ja, wir müssen, also, ne? Das ist ja für Kinder auch das Spiel. So. Genau, und darum geht es, dass du verschiedene Wege dir erbaust, um möglichst immer die Schmetterlinge bei dir ankommen zu lassen. Natürlich sind deine Gegner nicht so ungefähr dafür. Wenn ihr jetzt zu viert spielt, wie in diesem Aufbau, dann teilt ihr euch immer ein Feld, ein Blumenbeet mit jemand anderem. Wenn ihr zum Beispiel zusammen spielt, also zu zweit spielt, dann habt ihr immer euer eigenes. Geht ihr hier zum Beispiel der pinke Schmetterling rein, bekommt der lilane einen pinken Schmetterling und die rote Person auch einen, einfach aus dem Vorrat, aus der Box. Es sind also genug Schmetterlinge für alle da, wenn man sie teilt. Wie kann das denn passieren? Genau. Das verstehe ich nicht. Das hier ist das gesamte Blumenbeet. Ach so. Genau. Ist egal, wo er ankommt. Genau. Ah. Genau. Okay. Ja, sorry, dann jetzt verstehe ich. Alles gut. Das Einzige, was man nicht machen darf, auf gar keinen Fall, ist hier das Zubauen. Das macht ja nicht mehr Spaß, wenn meine Gegner einfach mein Blumenbeet zubauen. Ist verboten oder sollte man nicht machen? Das ist verboten. Ah. Das seht ihr hier an diesem X. Steht auch nochmal extra überall drauf. Genau. Und das Wichtigste ist, den lilanen Schmetterling, den könnt ihr erst dann aktivieren, wenn alle anderen Schmetterlinge hier weg sind. Das heißt, wenn hier alle anderen weg sind und dann eine Person nochmal irgendwie hier dran legt, dann bewegt er sich erst. Ja. Okay. Und das ist schon das ganze Spiel. Das erscheint auch demnächst? Das erscheint auch demnächst. In diesem Jahr. Natürlich bei uns zuerst in Korea. Wir hoffen, dass wir jetzt schnell noch einen Partner finden, dann kann das direkt raus. Englische Regeln haben wir schon, deutsche Regeln können wir auch intern natürlich machen, so wie immer. Ja, und dann wird's schon.